Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Austria Ufer Wochenschau. Diesmal mit folgenden Themen: Under the Sea. Unbekannte unterseeische Objekte, sogenannte USOs, werden in der UFO-Forschung gerne übersehen. Zu Unrecht, wie sich immer mehr zeigt. US-Kongressantrag. Unbeirrt vom neuen Arrow-Report macht die UFO-Gruppe im amerikanischen Parlament Nägel mit Köpfen. EU-Parlamentsantrag. Auch bei uns stellen sich inzwischen einzelne Parlamentarier bisher meist uninteressierten staatlichen Organisationen entgegen. Roswells Alien-Polizei. Ein neues Polizeiabzeichen sorgt für Stirnrunzeln und Erheiterung. Ankündigungen. Podcasts, Podcasts, Podcasts. Das noch immer gebräuchliche Wort UFO steht ja als Abkürzung für unbekannte fliegende Objekte oder unbekannte Flugobjekte. Dass offizielle amerikanische Stellen den Begriff vor einiger Zeit auf UAP geändert haben, ist jedoch mehr als nur der Versuch einer Beschönigung. UAP wurde anfangs als Unknown Aerial Phenomena, also unbekannte Luft- oder Flugphänomene, definiert. Später dann aber auf Unknown Anomalous Phenomena geändert, also auf unbekannte anomale Phänomene. Unter anderem deswegen, weil nicht jede unheimliche Begegnung der ersten bis fünften Art unbedingt physische Objekte involviert. Und auch deswegen, weil, wenn tatsächlich physische Objekte beobachtet werden, die nicht unbedingt fliegen, also durch die Luft. Denn viele der beobachteten Objekte zeigen sich nämlich außerhalb der Erdatmosphäre im freien Weltraum oder unter dem Wasser. Die letzteren, sogenannte USOs, also Unknown Submerged Objects, auf Deutsch etwa unbekannte unterseeische Objekte, werden dabei weitaus zahlreicher gesichtet, als die gängige UFO-Literatur vermuten lässt. Und sie werden auch schon sehr lange dokumentiert. So gibt es Berichte über ins Meer tauchende fliegende Objekte, die bis zu Kolumbus, ja sogar bis zu Alexander dem Großen zurückreichen. Und aus dem 19. Jahrhundert, dem Bedeutungshöhepunkt der internationalen Schifffahrt, gibt es tatsächlich eine Fülle von Logbucheinträgen, Beobachtungen und Schilderungen. Einer der renommiertesten UFO-Forscher und Autoren überhaupt, Richard Dolan, ist daher gerade dabei, ein mehrbändiges Werk zu diesem Thema zu veröffentlichen. Und dann wäre da noch Admiral Tim Gallaudet. Der Ozeanograf und Ex-Konteradmiral gehört zu den höchsten ehemaligen Militärangehörigen der USA, die sich der Enthüllungsbewegung angeschlossen haben. Gallaudet arbeitet unter anderem mit dem UFO-Caucus im Kongress zusammen, hielt einen der Vorträge bei der Soul Foundation und taucht dieser Tage sogar gleich in zwei Zusammenhängen prominent auf. Zum einen als Teil einer neuen Filmdokumentation mit dem Titel Transmedium, Fast Movers and USOs. Diese wurde vor wenigen Tagen in Amerika auf diversen Plattformen veröffentlicht, ist aber noch nicht nun legal im deutschsprachigen Raum erhältlich. Sobald ich sie gesehen habe, werde ich ausführlich darüber berichten. Link zum Trailer in der Beschreibung. Der Titelteil Fast Movers bezieht sich dabei auf einen militärischen Begriff für sich unter Wasser schnell fortbewegende Objekte, die auch tatsächlich erstaunlich häufig von Besatzungen von Unterseebooten registriert werden. Diese Gefährte erreichen oft unerklärliche Geschwindigkeiten von mehreren hundert km/h bis zu mehreren tausend km/h. Das bedeutet Überschallgeschwindigkeit unter Wasser. Also weit entfernt von jeglichen derzeit verfügbaren und machbaren menschlichen technischen Kapazitäten.
Allerdings existieren zu diesem Bereich nur sehr wenige offizielle Daten. Aus einem einfachen Grund. Beobachtungen in der Luft kann jeder leicht machen. Unter der Meeresoberfläche agieren aber, abgesehen von Sporttauchern und einigen Meeresforschern, vor allem militärische Unterseeboote. Und die unterliegen bei dem, was sie so zu sehen bekommen oder mit ihrem Sonar erfassen, strenger militärischer Geheimhaltung. Das alles schildert Admiral Gallaudet, und das ist sein zweiter wichtiger Auftritt dieser Tage, auch in einem rund 30-seitigen White Paper, das soeben von der Sol Foundation veröffentlicht wurde. Unter einem White Paper versteht man laut der Definition auf Wikipedia einen kurzen Bericht oder Leitfaden, der die Essenz eines komplexen Themas prägnant aufbereitet, um den Lesern einen schnellen Zugang zu ermöglichen. Nun, die Sol Foundation hatte ja angekündigt, in Zukunft nicht nur Vorträge und Videos von diesen zu veröffentlichen, sondern sehr wohl auch eigenständige Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Texte verschiedener Kategorien. In Gallaudets White Paper, eben der erste Text dieser Art mit dem Titel Beneath the Surface, unter der Oberfläche, schildert der Admiral nun alles, was er zu diesem Thema schildern darf. Als da wären unterseeische Beobachtungen, teilweise von riesenhaften Objekten, eigenartige Vorgänge und Zwischenfälle, sowie vor allem eine generelle Einschätzung darüber, dass wir einfach noch viel zu wenig über unsere Meere und den Meeresboden wissen, um auch nur ansatzweise vermuten zu können, was sich dort vielleicht alles verbirgt. Link zu seinem Text in der Beschreibung. Jedenfalls ein faszinierendes und vielfältiges Traktat. Eine ausführlichere Analyse erfolgt auf diesem Kanal vermutlich noch im Langformat-Nachspiel. An dieser Stelle zum Abschluss nur noch die Zusammenfassung des Admirals selbst. Unter der Überschrift mit einem leichten Raumschiff Enterprise-Anklang The Final Frontier, also die letzte Grenze, schreibt er: Die offene wissenschaftliche Erforschung von UAPs in der Luft wird seit Jahrzehnten vorangetrieben. Nun, da der US-Kongress und eine wachsende Flut neuer Organisationen darauf abzielen, das Rätsel dieser Anomalien zu lösen, ist Amerika möglicherweise besser als je zuvor in der Lage zu verstehen, was da genau im Himmel ist. Nicht so in Neptuns Reich. Egal, was wir über UAPs in der Atmosphäre herausfinden, uns wird ein vollständiges Verständnis anomaler Phänomene in Ermangelung gezielter Forschung in unseren weitgehend unbekannten Ozeanen verborgen bleiben. Ohne in den Abgrund zu blicken, wird man nie erfahren, ob der Abgrund tatsächlich zurückblickt. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Nebenbei bemerkt ist der Artikel von Gallaudet weitaus besser geschrieben und beinhaltet auch ein besseres Quellenverzeichnis als der vor kurzem veröffentlichte, lang angekündigte und immerhin vom amerikanischen Parlament geforderte historische Report von Arrow. Die wichtigsten Punkte, wieso dieser Bericht nicht im geringsten das liefert, was er behauptet oder soll, wurde bereits in der letzten Folge der Wochenschau genau dargelegt. Seitdem sind noch viele weitere Analysen von vielen weiteren berufenen Experten durchaus nicht nur aus der UFO-Szene aufgetaucht, die ihn weiter zerpflückt haben. Denn abgesehen von ein paar aufgelisteten Fakten, so die Experten, entbehrt er jeder Wissenschaftlichkeit, kommt stilistisch eher wie ein Schulaufsatz daher, weist in der historischen Betrachtung mehr Löcher auf als ein Schweizer Käse und glänzt Seite für Seite vor allem durch eklatante Einseitigkeit. Kurz, er wird niemanden davon überzeugen, dass es auf diesem Gebiet nichts zu sehen gibt, der nicht bereits vorher davon überzeugt war. Und diejenigen, die überzeugt davon sind, dass sich hier etwas verbirgt, entweder irgendetwas Nichtmenschliches oder auch nur eine ganz und gar irdische Verschwörung der Geheimdienste,
weswegen auch immer, lassen sich davon ganz sicher nicht abhalten, weiterzumachen. Weder UFO-Journalisten noch UFO-Forscher noch, und das ist aktuell wahrscheinlich das Wichtigste, Angehörige des amerikanischen Parlaments. Der aktuell bedeutendste Schritt, zumindest von denen, die der Öffentlichkeit bekannt sind, ist ein Antrag des Abgeordneten Eric Burleson, adressiert an den Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson. Burleson hatte von Beginn seiner Aktivitäten zu diesem Thema an immer wieder betont, dass er der ganzen UFO-Frage eher skeptisch gegenübersteht. Aber nichtsdestotrotz daran interessiert ist, alle Ungereimtheiten dahinter aufklären zu wollen. So war er es, der dafür sorgte, dass die Sicherheitsfreigaben für David Grush wieder aktiviert wurden. In einem weiteren Schritt fordern er und seine Mitstreiter nun in einem öffentlichen und überparteilichen Antrag die Einsetzung eines sogenannten Select Committee, also eines Untersuchungsausschusses mit weitreichenden Befugnissen, zu allen, insbesondere von Grush aufgestellten Behauptungen. Ein derartiger Ausschuss hätte weitreichende Befugnisse bis hin zur Vorladungsgewalt. An sich ist der Sprecher des Hauses Johnson zumindest den republikanischen Antragstellern auch einiges schuldig. Denn nicht zuletzt durch deren Stimmen wurde er nach langem und zähem Ringen überhaupt in diese Position gewählt. Ob und in welchem Umfang dieses Komitee nun von ihm genehmigt werden wird, ist jedoch noch unbekannt. Übrigens gibt es noch eine andere brisant amüsante Meldung aus diesem Hohen Haus. Denn durchaus ein wenig mehr als nur gerüchteweise wird kolportiert, dass David Grush selbst möglicherweise bald einen Posten als parlamentarischer Mitarbeiter eines oder mehrerer Abgeordneter antreten wird. Gesetzlich steht ihm nichts entgegen. Und jemand mit dem Wissen von Grush könnte natürlich im Kapitol noch tiefer und genauer nachbohren als nun normale Abgeordnete und deren Helfer. Abwarten. Eines steht jedenfalls fest. Zwar können wir von außen bisher noch nicht wirklich sehen, was sich im US-Kongress aktuell genau rund um das UAP-Thema abspielt, aber wir können immerhin recht genau sehen, dass sich einiges abspielt. Weiterführende Links in der Beschreibung. Der portugiesische grüne EU-Abgeordnete Francisco Guerreiro erregte bereits vor ein paar Wochen, wie auch hier in der Sendung berichtet, Aufsehen mit einer Rede vor dem EU-Parlament. Darin forderte er, dass sich nicht nur die USA und die NASA, sondern auch die EU und die ESA mit dem Problem der anormalen Phänomene auseinandersetzen sollten. Diesen Worten ließ er nun auch Taten folgen, und zwar in Form eines UAP-Entschließungsantrags. Immerhin der erste dieser Art im EU-Parlament seit 1990. Unter anderem fordert der Portugiese darin, UAPs zu entstigmatisieren und eine gemeinschaftliche Methodik zur Meldung und Analyse von UAP-Sichtungen zu schaffen. Ob sein Antrag mehr Erfolg haben wird als der vor 34 Jahren, wird sich zeigen. Den genauen Text kann man sich im Twitter-Feed des Portugiesen ansehen, direkt auf der EU-Website und auf Deutsch auf Grenzwissenschaften aktuell. Links dazu in der Beschreibung. Für eine letzte und eher amüsante Newsmeldung schalten wir nun nach Roswell. Die verschiedenen lokalen amerikanischen Polizeibehörden tragen ja jeweils eigene selbstgewählte Abzeichen. Manchmal mit einem Logo, manchmal mit einem Motto, manchmal mit beidem. Ein bekannter Spruch, der dabei immer wieder auftaucht, wäre etwa "To protect and serve", um zu schützen und zu dienen. Dass solche offiziellen Aufnäher, insbesondere von Militär und NASA,
mit oft geheimnisvollen, oft in Latein gehaltenen Botschaften und Abbildungen von Göttern in der UFO-Szene immer wieder für erhobene Augenbrauen und Spekulationen sorgen, wurde auch auf diesem Kanal schon berichtet. Links zu den entsprechenden Sendungen in der Beschreibung. In diesem aktuellen Fall vermutet aber kaum jemand eine Verschwörung. Denn die Polizei von Roswell, dem angeblichen Ort des berühmtesten Untertassenabsturzes der USA und seit Jahrzehnten Pilgerstätte für UFO-Forscher und Alien-Gläubige aller Art, hat sich unter ihrem neuen Polizeichef nun ebenfalls ein neues Abzeichen gegönnt. Passend zu ihrer Aufgabe vor Ort und natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern zeigt der Aufnäher nun in einem großen zentralen R ein UFO, das einen Strahl nach unten aussendet und links und rechts von zwei Alienköpfen flankiert wird. Rundherum findet sich das, wie von Polizeichef Lance Bateman verlautet, Selbstverständnis der Truppe, zusammengefasst in dem Motto: To protect and serve those who land here. Also die zu beschützen und denen zu dienen, die hier landen. So, damit sind wir für dieses Mal am Schluss angelangt. Es bleibt mir zum einen nur wieder mal euch darum zu ersuchen, diesen Kanal zu abonnieren, die Benachrichtigungen einzuschalten, dieses und andere Videos hier zu liken und zu verbreiten. Zum anderen möchte ich euch auffordern, eure Augen und Ohren offen zu halten. Denn nach meinem Auftritt vorige Woche im Podcast Sagenhaft und Sonderbar, den ich inzwischen auch hier hochgeladen habe, werden demnächst weitere solche folgen. Mit längeren und tieferen Analysen des gesamten Phänomens und der Aufdeckungsbewegung. Wer also den Kanal abonniert und, wie gesagt, ganz wichtig, die Benachrichtigungen einschaltet, wird rechtzeitig und verlässlich darüber informiert. Gut, damit sind wir nun aber wirklich am Schluss angekommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.